Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Jigsaw an und der heißt Jurassic World Arizona. Und dafür haben wir eine richtig coole Idee als Ankunftsort, nämlich dieses Flugfeld. Auf diesem landet man mit dem Flugzeug und dann geht's ab in den Park. Und das hier ist das erste, was man zu Gesicht bekommt, wenn man den Park betritt. Und ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Mit den Palmen links und rechts und dann die beiden Tower da. Und links und rechts scheinen auch Gehege schon zu sein. Mit einem fetten Stahlzaun. Das ist aber einer aus einer Mod. Nämlich aus dieser EPPF-Mod. Und ich sehe Iguanodons. Und ich glaube Stegos. Ja, da sieht man ganz gut die Stegoplatten. Kann leider nicht ranzoomen. Das ist echt noch eine Funktion, die fehlt. Hier bei dem normalen Ego-Perspektiven-Modus. Bei der Mod war es ja möglich. Aber hier vorne haben wir ja die Tower. Links und rechts auch noch eine Toilette jeweils. Das ist auch schön. Jetzt versuche ich mal irgendwie in die Türme reinzukommen. Das ging ohne Probleme. Mega cool. Brauche ich nicht mal mehr Cuts oder so machen. Also ich kann direkt so aufnehmen. Echt angenehm. Nigasaurus. Und Dryos. Die Gehegegestaltung ist echt schön. Ich finde es richtig cool, dass das so am Rand immer so ein bisschen runter geht. Dann hat man nämlich noch bessere Übersicht. Und auch die Felsarbeit und die Bepflanzung gefällt mir richtig gut. Die Dinosaurier haben auch echt schöne Skins. Wie praktisch das ist. Bin ich einfach hier wieder rausgekommen? Gehen wir mal in den anderen noch hinein. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch hin. Aber das Problem ist halt hier, dass die Gebäude ineinander verschachtelt sind. Weil das hier ist jetzt zum Beispiel falsch. Oder? Nee, ist nicht falsch. Das ist eine Beobachtungsgalerie. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Du hast ja auch noch Beobachtungsgalerien reingebaut. Das ist ja cool. Hier haben wir Iguanodons. Und die Stegos. Die haben wir ja gerade schon kurz gesehen. Auch hier schön Bepflanzung. Das ist nice. Das heißt, man hat hier voll viele Möglichkeiten zu schauen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch reingehen. Bin ich eine weiter nach links gegangen, eine Beobachtungsgalerie. Und oben drüber ist dann halt nochmal der Turm. An den Turm komme ich jetzt, glaube ich, gerade so gar nicht ran. An dieser Ansicht. Weil die Sachen halt so ineinander platziert wurden. Nee, ich glaube, das wird nichts. Da müsste ich einfach von oben vermutlich draufklicken. Aber erstmal gucken wir jetzt auch nochmal hier links. Hier kann ich nämlich auch unten nochmal rein. Und jetzt könnt ihr das Ganze mal von oben sehen. Das sieht schon echt cool aus. Die hast du echt gut kombiniert, die Gebäude. Gefällt mir optisch richtig gut. Und ich finde es auch cool, dass es symmetrisch ist auf beiden Seiten. Wir gehen jetzt mal hier in den linken Turm rein. Oh, okay. Ich schaue hier in die andere Richtung. Das hast du wahrscheinlich der Symmetrie halber gemacht. Dass die beide in die gleiche Richtung schauen. Aber ich finde das cool. Die Gehege sind auch genau gleich von der Form. Du hast allgemein mega symmetrisch gebaut. Ich mache schon mal einen kleinen Spoiler in die Richtung. Das sieht schon krass aus. So, wir gehen jetzt mal schön in der Ego-Perspektive weiter. Hier hat man auch ein paar Sitzmöglichkeiten. Und ich glaube, hier sind auch irgendwelche kleinen Dinosaurier drin. Vermute ich jetzt einfach mal, weil hier so ein schön niedriger Zaun ist. Und das sieht auf jeden Fall nach Gehege aus, weil da ist auch Wasser und sowas. Ich sehe nur gerade nichts. Schauen wir mal in dieser Sicht. Da ist tatsächlich nichts drin. Okay, dann habe ich mich geirrt. Ah, ich habe ganz vergessen, ich kann ja sogar in dieser Ego-Perspektive in die Kamera in die Karte gehen. Dann hätte ich sogar gucken können. Das ist halt mega praktisch. Dann sehe ich auch genau, wo ich gerade stehe. Gott, wo gehen wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen, wir gehen mal... Ja, eigentlich ist das hier so ein Ding, was man von oben angucken muss. In der Mitte. Das ist nämlich so ein Gebäude. Ein riesiges Gebäude. Was Jigsaw selber gebaut hat. Wir können ja mal in eine Galerie hier reingehen, wenn es funktioniert. Genau, jetzt sind wir nämlich hier drin. Dort sehen wir eine riesige Dinosaurier-Arena. Mit ganz vielen Beobachtungsgalerien, wo ganz viele Leute sitzen und die Rexys beobachten können.
Das sieht schon beeindruckend aus. Vielleicht werde ich die auch in Zukunft für meinen Jurassic Battle noch nehmen. Da muss ich mal schauen, wenn das nicht zu viel FPS zieht, wenn ich das Ganze hier mache. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt direkt von oben. Dann sieht man erstmal, wie beeindruckend das aussieht. Das ist schon echt krass, ne? Ist auch richtig gleichmäßig. Ich finde es optisch mega gelungen. Du hast auch richtig sorgfältig und sauber überall gearbeitet. Das ist schon heftig. Und in der Mitte ist sogar Wasser. Oh, da ist sogar noch eine Lagune drin. Wie cool. Das hast du ja auch richtig gut eingebaut. Wie kann ich da leider nicht ganz reinfliegen mit der Kamera? Aber das sind Liopleurodon. Das sieht auch voll cool hier aus, wie so ein Ausguss oder sowas hier an der Seite. Ja, nicht Ausguss, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber das hast du auch jetzt richtig gut in die Klippen eingebaut. Das ist wahrscheinlich dieses Brutlabor für die Wassersaurier. Auf dem Land laufen dann halt die Rexies. Und dann schwimmen dann noch die Liopleurodon. Ein absolutes Highlight für mich, diese Arena. Ich glaube, ich werde die Erkundungstour jetzt eh mal von oben weitermachen. Weil du hast die Gebäude alle so gut miteinander kombiniert, das kann man halt viel besser von oben erkennen. Selbst hier hast du so eigene Gebäude entworfen. Mit diesen Entwicklungslaboren. Und dann sind hier auch noch weitere Gehege. Das sieht für mich wie ein Baryonyx-Gehege aus. Ach, ist gar kein Baryonyx. Sah von oben so aus. Das ist ein Allosaurus. Ich finde das auch mit den Höhenunterschieden gut. Also das hast du wirklich alles mega perfekt gemacht. Das mit den Beobachtungsgalerien finde ich auch echt cool, dass du diese über Eck gebaut hast. Hier hast du auch andere Bepflanzungen. Das ist viel dichter bepflanzt mit Bäumen. Und hier haben wir Zilephysis oder sind das Troodons? Das ist jetzt die Frage. Irgendwas ist da auch gerade schon verstorben. Ah, das sind Troodons, okay. Wo ist sogar ein Troodon gestorben? Weil er hungrig war. Sterben die mir denn jetzt alle weg, die Tierchen? Das ist ja richtig gemein. Das möchte ich aber nicht. Scheinen alle zu verhungern. Geil, wir fliegen weiter. Geht halt wirklich einmal kreisrum. Ist so ein bisschen an Jurassic World San Diego angelehnt. Das hat Jigsaw auch in die E-Mail geschrieben. Also in der Mitte halt diese selbstgebaute Arena. Da rechts sind wir vorhin angekommen. Ich zeige es euch direkt mal von oben, weil es einfach so beeindruckend ist. Ich finde die Idee mega gut. Sieht richtig cool aus. Und das ist auch alles komplett symmetrisch gebaut. Dann hier hinten erwarten uns Hotelanlagen. Die ist auch mega cool erhöht hier nochmal. Und von dort aus hat man dann auch aus dem Pool eine wunderschöne Sicht auf Brachios und Pachis, so wie es aussieht. Was sind da oben? Ach, das ist ein Kaktus. Ich dachte, das wäre irgendein Dinosaurier. Oh, ist das schön. Der legt sich hier sogar gerade perfekt hin, der Brachior. Aus dem rechten Hotel hat man dann so eine Sicht. Auf Sinoceratopse und Uranus. Auch richtig schön. Ich glaube, die Gehege sind auch miteinander verbunden, so über die Mitte. Also die könnten auch die Position wechseln. Da hinten waren die Brachios. Vielleicht ist auch mit unsichtbaren Zäunen abgesteckt, das weiß ich nicht. Sieht aber cool aus, dass es halt so ein Riesengehege eigentlich ist. Wir fliegen direkt weiter auf die andere Seite. Mal schauen, was uns da erwartet. Wieder kleine Fleischfresser. Velociraptoren. Die sich hier im Schatten verstecken.
Was ist das denn für ein cooler Skin? Habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt in JW2 echt viele Skin-Kombinationen. Das ist Wahnsinn. Und zum nächsten Gehege. Und hier haben wir Kanus. Auch sehr cool. Find's auch echt besonders gut, dass du jedes Gehege anders von der Optik gemacht hast, obwohl die vom Stil her alle gleich sind natürlich. Also ist trotzdem immer so ein bisschen die Form der Felsen und alles durchgewechselt und auch die Bepflanzung und sowas. Dem mega gut gelungen. Jedes Gehege sieht richtig schön aus. Und das hier ist, glaube ich, schon das Anfangsgehege. Genau, jetzt sind wir einmal im Kreis komplett umhergeflogen. Und das war's jetzt auch schon aus deiner Jurassic World Arizona. Vielen, vielen lieben Dank, Jigsaw. Das ist wirklich ein richtig gelungener Park. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich finde diese Arena echt richtig nice. Also vielleicht werde ich die für mein Jurassic Battle Projekt dann benutzen, wenn du nichts dagegen hast. Habe ich gerade auf Pause gestellt. Oh, tatsächlich. Oh, ist das nice. Also gefällt mir richtig gut, auch die Symmetrie und so und dass du so sorgfältig gearbeitet hast. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall und ich würde sagen, schreibt mal eure Meinung zu Jigsaw's Park in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Achso, und bevor ich es vergesse, falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.